Machen wir eine kleine Erweiterung Mhm. mit dem gestrigen Selbstgespräch. Ja. Das war natürlich sehr komplex, dann sage ich immer, die meisten Geisterfunken wird die Physik im Hintergrund gar nicht interessieren, genauso wenig wie den normalen Anwender, den Otto Normalverbraucher, Standardanwender eines Computers funktioniert, wie ein Computer fang schon zum Katzen an. So wenig wie sich ein normaler Mensch eigentlich in der Tiefe funktioniert. Interessiert, wie der Computer funktioniert. Ich krieg's schon fast nicht raus. Ich habe auch schon wieder so viel denken müssen. Es ist eigentlich immer alles sehr, sehr einfach. Man ist halt so verfangen in dieser Logik, die man sein Wissen nennt, was gar nicht das eigene Wissen ist. Und darum ist es wichtig, dass man sich zuerst einmal in einem gewissen Maß zurückzieht und der wird der wertfrei beobachtet. Und ich bringe jetzt ein paar Beispiele. Dass zum Beispiel es sehr wichtig ist, dass du erkennst, wie du auf Sachen reagierst, ob du beleidigt bist. Das ist die Aussage, du bist ja bloß ein dummer Affe. Alles, was ich mache, mache ich sehr bewusst, selbst wenn ich zum Katzen anfange. Du solltest bloß immer beobachten, wie du auf diese Reizauslöser reagierst. Und genauso ist es, wenn ich jetzt zum Beispiel von Physikern spreche. Was spreche ich dann eigentlich, wenn ich das Wort Physiker sage? Ich spreche jetzt erst einmal von einem Gedanken. Und jetzt, wenn wir das so rationalisieren, ist eigentlich zuerst einmal jegliche Art von Information in dir, kann ich jetzt zum Beispiel Gedanken nennen oder sinnlich wahrgenommene Informationen. Das sind nur zwei verschiedene Wörter für ein sehr abstraktes, für etwas Existierendes. Ob ich das Gedanken nenne oder ob ich es Information nenne. Und ich kann jetzt das präzisieren in dem Moment, wo ich sage, ich denke an eine Person. Dann denke ich aber bloß an eine Maske, die ich mir ausdenke. Ich kann das jetzt auch Physiker nennen. Problematisch ist, wenn ich mich jetzt mit dieser Person verwechsel und dann kommt dieser Reizauslöser, wenn ich sage, diese Deppenphysiker, sie äffen ja alle bloß nach. Es ist wie wenn ich zu dir sage, du bist ja bloß ein Affe, wenn ich sage, du bist der dumme Physiker, der nachäfft. Wir hängen an den Affen, dann wird in dir dein Reaktionsmechanismus zwanghaft ein Gefühl in dir aufschmeißen, ein Beleidigtsein vielleicht. Genau deshalb mache ich das. Genau. Vor allem steht, ich verfüge über das Bewusstsein, dass ich nicht zu niemandem, den ich mir ausdenke, jetzt in dem Moment vorwerfe, dass er so ist, wie er von mir gedacht wird. Bist du schon ich? Ja, das ist es. Das muss man verstehen. Genau. Ich kann jetzt auch sagen, die blöden Esoterikköpfe. Oder die ganzen Sektenhainis, die Glaubensspinner, egal in welcher Religion du drin hängst. Ich spreche von Einseitigkeitsdenkern, die nur in Einseitigkeiten drin hängen, die von der Vollkommenheit eigentlich gar nichts wissen wollen. Und ich habe gesagt, wir erweitern das Gespräch nochmal, ohne allzu physikalisch zu werden. Das steht alles in den Ohrenbohrungen drin. Die Sätze, wenn man die wirklich immer wieder wiederholt, werden die immer klarer. Und dann vielleicht jetzt bewusst ausgedacht in einer Zeitspanne von 20, 25 Jahren kommt man an den Punkt, dass man gar nicht verstehen kann, dass man so lange gebraucht Ja, hat. das stimmt. Wir bestätigen hier zwei alten Lehrer. Absolut. Was mir hier ins Sinn gekommen ist, was ich immer noch ein wenig genauer machen wollte, und da tue ich jetzt einmal hier nochmal reinspringen in dieses Video. Und zwar diese Stelle, es ist schon interessant, wo wir jetzt da anlaufen lassen. Schau, was einmal da steht. I'm not fundamental about circles. Was dir schon mal in dem Fundament haben wir eigentlich schon das Unter drin stecken. Eine Facette ist eine Welle, wenn wir das unter Lateinisch lesen. Eine aufgespannte Existenz. Kannst du das Bild groß machen, oder? Ja, selbstverständlich, machen wir. Okay, I'm not. Dann Besser. haben wir jetzt die Facette ist eine aufgespannte Existenz und das ist eine geöffnete Schöpfung. Dieses Unter kann man natürlich jetzt rot und blau lesen. Interessant ist das Mendior. Denk an das Fundament Mendior, Mens, etwas sich überlegen und Lügen verbreiten. Okay, und das sind aufblühende ab aus 1 wird 2. Schau das kleine Bild an. Die sind jetzt außerhalb von mir, wenn wir das Englisch lesen. Sind kreisend aufgespannte Erscheinungen. Das sind Kreise, Circles. Ja.
Ja. Steht eigentlich, man kann das Ja. sehr vielfältig. Ich könnte jetzt da jedes Wort, wie gesagt, auf 400-Seiten-Buch machen, aber jetzt passen wir mal genau auf, was jetzt passiert. Das muss ich ganz kurz klein machen, weil ich das loslaufen lassen muss. Obwohl, vielleicht geht es ja so. Not fundamentally about circles and Aber time. sehr, sehr komplex. And let's try. Was ich kurz vorher sagte, das ist jetzt die Beschreibung eigentlich von dem Spiegeltunnel. Und dort beginnt das erste große Problem. Wir lassen ganz kurz laufen. Ich gehe da nicht weiter drauf ein. Ich will auf was ganz was anderes hinaus. Der Fehler hier ist schon wieder eine Verkehrung der Tatsachen. Just call that a break. So. Interconnected web of mathematics leading you Das back ist to jetzt auch hier. Ganz tolle Formel. Wieso ist das? Erklärt er ganz fantastisch. circles in geometry. Natürlich innerhalb dieser Hirnwichserei. Viel zu Yeah. zerdacht. Man kann es viel einfach. Was ist einfach erklären, wenn du mal begriffen hast? Zweites Gebot halten da außen ist sowieso nichts. Nachher wirst du irgendwann merken, was die Visionen, die Öffnungen deines Intellekts, welche Visionen, die das innerhalb dieses arithmetischen Programms in dir das so aufbaut. The question is just how long and convoluted that path might be. And in the case of the Basel problem, it's a lot shorter than you might first Jetzt think. pass auf. And it all starts with light. Es beginnt alles mit Here's the Licht. basic idea. Imagine standing at the origin of a positive number line and. Warum geht jetzt der nicht einschalten? Warte mal, wo sind wir denn jetzt? Jetzt hatten wir, ich Du muss bist, den glaube ich, im Sprech. jetzt, Ja, weil das jetzt so genau. verwirrend ist. Den wollte ich größer machen. So, jetzt Stell noch. dir vor, du wärst eine Null am Anfang des Zahlenstrahls. Das ist das erste Lambda in unserem Spiegeltunnel. Die Lambda, die wir uns jetzt denken, ist ja nicht nichts. Habe ich zigfach bin ich darauf eingegangen. The origin of a positive number line and putting a little lighthouse on all of the positive integers. 1, 2, 3, 4. Das sind jetzt die Lampen, die außerhalb von dir in Erscheinung treten. Denk an das, was ich am So, und Anfang jetzt gesagt kommt habe. dieses Das sind Spiel. nur die. Jetzt kommt dieses Spiel hier. Das ist normale Physik. Und jetzt wird hier, das habe ich ja erklärt, wenn man dann reingeht, ich schalte mal da wieder um, das brauchen wir jetzt eigentlich nicht. Jetzt kommt dieses Spiel, wie viel Licht kommt dann rein und umso weiter das weg ist, umso weniger Licht habe ich. Und das ist die erste Grundvoraussetzung, du musst es um 180 Grad drehen. Weil von den Lampen im Spiegeltunnel, die du vor dich hinstellst, kommt kein Licht in dich rein, weil von außen überhaupt kein Licht kommt. Da außen ist nichts, halt das zweite Gebot. Eben. Sondern das eine Licht wird durch Diffusionen zu vielen Lichtern. Und umso weiter das weg ist, umso dunkler wird dir das erscheinen. Ja. Und das ist so klar, dass ich jetzt wieder sage, der Einstein. Das ist der Band 8, diese 8 Offenbarungsbände, wo ich ganz, ganz einfach beschreibe, wo das große Problem liegt. Die spezielle Relativitätstheorie von Einstein beweist eigentlich, wenn man die ganz einfach nimmt, dass von außen überhaupt kein Licht kommen kann. Das ist die Sache mit der Sonne. 8 Minuten etwas braucht das Licht von der Sonne zur Erde. Das ist ein Hirngestrick, es ist Hirnwichserei. Es ist eine Vorstellung, die du in dir aufbaust, die aus ständig, deine Vorstellungen bestehen aus ständig wechselnden Gedanken und die schöpfst du aus dir, aus deinem Programm, deinem intellektuellen Wissen, baust du hier und jetzt ständig wechselnde Bilder in dir auf. Und dass genau diese spezielle Relativitätstheorie von Einstein eigentlich beweist, dass ich außerhalb dieses Zentrums, wie ich das nenne, in deinem Kopf überhaupt nichts befinden kann, sondern dass das in der Transversalen aus dir kommt. Klingt jetzt wieder sehr komplex und jetzt springe ich trotzdem, ich mache das Bild, wir springen mal in diesen achten Band rein. Ich habe das schon hergesucht. Und das lesen wir uns jetzt nochmal durch und ich erkläre das. Das ist der hundertprozentig sichere Beweis, dass von außen kein Licht kommt. Alle dir derzeit geistig zugänglichen offiziellen Physikbücher und immer dran denken. Ja. Verstärken, verbauen, verhemmen, hemmen, in den Weg treten, hinderlich sein. Das heißt Officio. Beeinträchtigen. Ich sage, da kommt das Office mit her. Damit. Das offizielle, die Bürokratie. Überall, wo Bürokratie ist, nennt es Politik. Ein Wahnsinn, im wahrsten Sinne des Wortes. Diese offiziellen Physikbücher sind der Wahnsinn. Weisen dich auf die absolute Konstanz der Lichtgeschwindigkeit hin, aber auch darauf, dass für Photonen, aus denen Licht ja angeblich besteht,
Zeig es mir. Wenn es nicht gerade Wellen ist, weder Zeit noch Raum existieren können. Du kannst natürlich auch nachlesen, dass wenn man auf dem Weg eines Lichtstrahls eine Glasscheibe aufstellt, sich dann dessen absolute Geschwindigkeit angeblich doch verringert, und zwar schlagartig um genau 100.000 Kilometer pro Sekunde. Die Lichtgeschwindigkeit, die nach offiziellen Glauben, nämlich im Glas um genau 100.000 Kilometer pro Sekunde kleiner als im leeren Raum, im Vakuum. Jedoch beim Verlassen des Glases beschleunigt dann das Licht, das noch kein normaler Mensch mit eigenen Augen gesehen hat, welch ein Wunderglaube, absolut schlagartig plötzlich wieder um exakt 100.000 Kilometer pro Sekunde, um unmittelbar nach dieser Scheibe seinen Weg mit einer absolut konstanten Geschwindigkeit von 300.000, also 299 Blablabla, fortzuführen. Jeder, der dir das erzählt, rezitiert Wissen und baut mit einfach Wissen vom Hörensagen, wie ich das nenne, Vorstellungen auf. So baust du auch dir volle Krankenhäuser oder Coronaviren oder egal was, das sind Vorstellungen. Ich sage einfach nur, zeig's mir. Ja, das kann man empirisch nicht sehen, weil das so unvorstellbar klein ist. Ich sage, wer hat das dann entdeckt? Wer hat die Wassermoleküle entdeckt? Eben. Du hängst sie in einen Zirkelschluss. Das ist eine Petitio Principi. Die Scheinerklärungen, die dir deine Physiker für eine derartige Geschwindigkeitsänderung liefern können, sind nur äußerst dürftig. Genau genommen handelt es sich dabei ebenfalls nur blind nachgeplapperte Dogmen voller Widersprüche. Du wirst diese Erklärungen aufgrund deiner eigenen Logik natürlich nicht als schizophrene Dogmen erkennen. Denn diese Dogmen sind doch deine eigene Logik. Ja, genau. Die Verzögerung beim Eintritt infolge einer Bremswirkung wäre ja noch verständlich, weil ja Photonen ihre eigenen, sind ja ohne Masse, ihre eigenen Antiteilchen sind, so heißt es, aber schlagartig und dann exakt um 100.000 Kilometer in der Sekunde. Aber die übrigens, diese 300.000 ist ja Trinität, These, Antithese, Synthese, ist jetzt eine Phase davon. Aber die ruckartige Beschleunigung wiederum exakt auf 100.000 Kilometer, auf 300.000 Kilometer beim Austro sollte doch jeden wirklich neugierigen Geist stutzig machen. Jetzt aber schlägt es 13. Was seht ihr fettgedruckt in einem offiziellen und renommierten Physikbuch stehen? Die Ausbreitung des Lichtes im leeren Raum weist im Gegensatz zu allen anderen Bewegungen eine äußerst wichtige Eigenschaft auf. Sie kann weder beschleunigt noch verzögert werden. Welche Veränderung der Lichtstrahl im Stoff auch erfährt, nach dem Heraustreten in den leeren Raum breitet er sich wieder mit der vorherigen Geschwindigkeit aus. Das wirft wiederum völlig neue Fragen auf. Was ist eigentlich Stoff? Was ist ein leerer Raum? Habe ich alles erklärt. Ein leerer Raum ist ein Traum und der spitzt sich in einen Punkt ab, in dem dann Vakuumfluktuationen passieren. Wobei der leere Raum wiederum, wenn ich mir wieder sage, diese Kugel, dieses Nichts, vorstellen, wenn ich mir drumherum etwas denke, das getrennt ist von dem Nichts, sonst habe ich ja keinen leeren Raum, dann gibt es ja Wischiwaschi. Stimmt oder stimmt? Ja. All das, schau das Wort Stoff an. Eine raumzeitliche Erscheinung sind zwei kreisende Facetten. Das ist das hier. Und das ist le, auseinandergeschmissen, erweckt, erweckt. Das ist der Wellenberg und das Wendel. Ja, genau. Ich mache jetzt das nur, wenn man vordersprachlich hebräisiert, steht eigentlich schon alles da. Okay, woraus besteht der Stoff und der, und der leere Raum, den du in deinen Träumen zu sehen glaubst? Beides sind nichts weiteres als bloße Vermutungen eines sich selbst wahrnehmenden Geistes. Das sind immer deine Informationen, egal an was du denkst. Alles in deinen Träumen sind nur bloße, da hätte ich jetzt das Ding reinmachen, ohne Dualität, Illusion. Wenn du einschläfst, schaltest du die von dir geglaubte raumzeitliche Erscheinung SD off. Da steht es eigentlich schon. Ja, eben. Okay, das und so weiter und so weiter. Da kommt jetzt alles, ist nur Schall und Rauch. Jetzt ist natürlich, wenn wir noch das Ortsverkehr rausschauen, haben wir schon den Ruach. Genau. Es ist blau gelesen, die vier Weltgegenden, die Himmelsrichtungen. Da will ich jetzt gar nicht so weiter drauf rein. Mitte, Mitte. Ich will runter, wenn ich die Lichtgeschwindigkeit mache. Die Relativitätsprinzip einer Bewegung, die es nicht gibt. Von wo nach wo bewegt man sich hin? Denk an das letzte Selbstgespräch, du bist immer der Mittelpunkt. Du tauschst nur deine Informationen und deine Blickwinkel aus. Wahrgenommen wird es immer in der absoluten Mitte.
deines Gehirns, dass du dir schon wieder um diese Mitte herum ausdenkst. Oder dann den Schädel. Oder dann die Wände des Zimmers. Oder dann was auch immer. Du denkst nur an Informationen. Alles, was ich jetzt sage, ist hundertprozentig sicher. Es ist sehr wichtig für deinen Geist, dass du nun immerwährend in deinem Bewusstsein trägst, dass noch nie ein Mensch mit eigenen Augen das Phänomen Licht als Ding an sich gesehen hat. Folgende drei Punkte sind apodiktischer Fakt, das heißt unwiderleglich. Du nimmst mit, querstrich in deinem Geist zwar Gegenstände wahr, aber nie das Phänomen Licht als Ding an sich, von dem du glaubst, dass es das Bild dieser Gegenstände in dich hineinträgt. Die eigentliche Wahrnehmung eines jeden, jetzt nochmal, wir drehen das ja rum und sagen, du hast da Verabrede auf. Und das, was angeblich als Lichtrezeptoren in deinem Auge ansteuert, sind eigentlich gespiegelt Lämpchen, keine Rezeptoren, sondern strahlende Lämpchen, die du vor deinen inneren Augen hast, die innen von deinem Gehirn angesteuert waren. Mhm. Ist nur eine Spiegelung davon. Ja, ja. Aber das Zentrum ist entscheidend. Die eigentliche Wahrnehmung eines jeden Gegenstands, der in deinem individuellen Bewusstsein erscheint, aber auch jede andere empirische Empfindung, findet letztendlich immer nur in deinem Geist statt. Es muss in dir drin sein, dass du siehst, dass du spürst, dass du es hörst. Ja. Damit du in deiner jetzigen Individualität, Dad, überhaupt irgendetwas wahrnehmen kannst, muss sich bei dir bzw. in dir eine Information befinden. Das ist ein apodiktischer Fakt. Aber in dir, was verstehst du bei dem Wort dir? Ich kann immer wieder nur reinspringen, wenn wir das wieder hebraisieren, das ist das Zauberwort. Ja, genau. Dir. Nur rot-blau lesen. Darum sage ich, darum ist wichtig, dass man diese Tabellenliste, die muss so schlafwandlerisch drin sein, die ist so genial, ich habe die so reduziert, da kannst du eigentlich schon alles damit erklären. Wenn das rot ist, ist geschlossen, immer göttlich in deinem Kopf. Wenn es offen ist, ist es hier an der geistigen Oberfläche geöffnet, eine Öffnung, eine intellektuelle Berechnung. Jetzt ist es ein schöner Widerspruch, weil das nämlich Mieter und Wohnungsinhaber gleichzeitig ist. Ja. Der träumende Geist ist der Wohnungsinhaber und der Brösel, der du zu sein glaubst, ist einer, der bloß eine gewisse Zeit, auch alle anderen, du bist eigentlich ein riesengroßes Mietshaus, ein Block, wo viele Mieter drin wohnen. Jetzt hast du immer aber MI. Heißt wer? Wer? Ist jetzt derjenige, der zur Zeit, zur Form gewordene Zeit etwas in sich erweckt. Erweckt, genau. Wer ist das? Der Wohnungsinhaber. Das ist der träumende Geist. Jedes Wort wird selbst erklärt. An diesen drei Behauptungen wirst du selbst mit deiner jetzigen Basic-Logik, mit deinem jetzigen Wissen nicht zweifeln, daher wollen wir sie zum Ausgangspunkt der nun folgenden Überlegung machen. Das wäre jetzt also hier, ich mache es dann noch einfacher. Und zwar mache ich das jetzt einmal, da sind jetzt Beispiele, sehr einfache Beispiele drin, die jetzt klassisch auf normalen physikalischen Beispielen aufbauen. Aber ich erkläre das jetzt nochmal in einer ganz, ganz kurzen Form. Das heißt, alles, egal wo du dir was hindenkst, wir denken uns jetzt die Sonne aus. Ich will dir jetzt beweisen an einer extrem vereinfachten speziellen Relativitätstheorie, dass es um dich herum überhaupt nichts existieren kann, schon gar nichts, was irgendwelche Lichtquellen sind, die in dich reingehen. Und zwar ist immer wieder diese Erkenntnis, das Licht braucht von der Sonne bis zur Erde laut Physikbücher 8, so und so viele Minuten. So, und dir das vorzustellen, wie man sich jetzt das raumzeitlich ausdenkt, ist das einmal, dass ich mir gewisse Sonne wegdenke, so und so viele Kilometer. Ja. Wir machen das jetzt ohne Zahlen groß anzuwenden. Wir machen uns hier in der Mitte, das ist die Erde, da stehst du. Okay. Und wir sagen jetzt einmal nicht Sonne, sondern ich sage, da oben ist ein Planet. Genau da, wo die Sonne ist und auf dem Planeten steht eine Rakete und die hat auf der Spitze einen Scheinwerfer. Geh einfach den Gedankengang mit. Wenn du jetzt hochschaust, siehst du das, weil ja irgendwie, wir sagen mal, eine Lichtwelle diesen Planeten anstrahlt und das Licht wird dann reflektiert, geht runter und es braucht 8 Minuten. Ich sage jetzt einfach mal 8 Minuten und wenn das dann unten bei dir ankommt, siehst du das Bild da oben, weil du siehst es ja erst, wenn das Licht von da oben in dir drin ist. Was aber der Witz ist, dass das, was du siehst, sagt jetzt die Physik, ist 8 Minuten das, was vor 8 Minuten war. Ja. Genau. Gut? Ja. Und jetzt machen wir Folgendes. Da oben an der Rakete wird der Scheinwerfer eingeschaltet.
Jetzt brauchen diese Lichtstrahlen, die aus dem Scheinwerfer rausspritzen, diese Photonen oder die Wellen, nenn es wie du es willst, die brauchen jetzt 8 Minuten, bis sie unten sind. Und in dem Moment, wo diese Lichtstrahlen in dein Auge reinfallen, siehst du da oben den Scheinwerfer angehen. Ja. Genau. Das heißt, du siehst zeitgleich genau das, was da oben passiert, bloß 8 Minuten später. Das ist die große Falle der Relativitätstheorie, wenn man die falsch versteht. Mhm. Und ich sage immer wieder, den Einstein, den ich mir jetzt ausdenke, der ich übrigens auch war, ein Leben, das ich schon längst durchlebt habe, in Ich bin, du heißt, der hat so viele Fehler gemacht, die er übersehen hat, die er jetzt richtigstellen wird durch die Ohrenbohrungen. Mhm. Da wird das Ganze jetzt sehr wundervoll. So, jetzt ist Folgendes. Wir machen jetzt einmal das Spiel ohne den ganzen Beschleunigungsverzögerungsgrimm und Kram. Wir denken uns jetzt Folgendes. Diese Rakete oben, das ist die erste Stufe gewesen. Die zweite Stufe ist, wir machen einfach, wir sagen jetzt, in dem Moment, wo die Rakete das Licht einschaltet, im selben Moment fliegt die mit halber Lichtgeschwindigkeit los. Vom Start weg, ohne irgendeine Beschleunigungsphase, dass du das leicht denken kannst. Und wir betrachten jetzt einmal die zwei Phänomene. Einmal geht das Licht von da oben zu uns runter und zum anderen fängt an, die Rakete zu fliegen. Mhm. Da die Rakete halb so schnell fliegt wie das Licht, passiert Folgendes, dass in dem Moment, wo wir jetzt da oben sehen, dass das Licht angeht und die Rakete losfliegt, das, was wir sehen in uns, ist die ja eigentlich in Echtzeit schon die halbe Strecke geflogen. Ja. Das heißt, es wird dann jetzt die halbe Strecke und es dauert, das sind erst einmal 8 Minuten, da ist die halbe Strecke dahin und es wird jetzt nochmal 8 Minuten dauern, weil die mit halber Lichtgeschwindigkeit, da kommt die bei uns unten an. Wir haben jetzt schon unterschiedliche Zeitempfindungen, weil der, der hier losfliegt, dass in einem gewissen Maß die Zeit schrumpft. Mhm. Okay, bist dabei? Mhm. Drum ist vom Start, von der Rakete aus bis nach unten, wenn du in der Rakete sitzt, sind es auf der Uhr 16 Minuten. Mhm. Von uns aus gesehen sind es aber bloß 8 Minuten. Mhm. Wieso? Weil mir ja, der ist ja schon 8 Minuten unterwegs, wenn wir sehen, dass er losfliegt. Lass das auf dich wirken. Das heißt, von dem Moment, wo das Licht oben angeht, wir sehen das ja erst 8 Minuten später. Mhm. Das ist die Raumschrumpfung. Ist ja die halbe Strecke schon geflogen? Das heißt, für uns fliegt er ja 8 Minuten später los, wie dass er eigentlich losfliegt und dann ist er noch 8 Minuten unterwegs, bis er ankommt. Der in der Rakete sitzt, er weiß, er ist 16 Minuten geflogen auf seine Uhr und wir empfinden es als 8 Minuten. Ja, ja, genau. Ja, genau. Verstanden? Ja. Ich wollte jetzt nur dieses krasse Beispiel machen. Aber jetzt kommt der große Hammer. Was würde jetzt passieren, wenn sich das, diese Rakete mit Lichtgeschwindigkeit bewegt? Wir stehen da oben, wir sehen da oben die Rakete, wir sehen die da oben. Wir haben gesagt, der schaltet das Licht ein und im selben Moment fliegt er mit Lichtgeschwindigkeit los. Ja, der nächste Tag, genau. Er braucht jetzt genau 8 Minuten, bis er unten ist. Aber was sehen wir? Wir sehen da oben die Rakete, das Licht geht an und im selben Moment, wo das Licht angeht, ist er bei uns. Genau, ja. Kann es das überhaupt geben? Theoretisch, ja. Das heißt, für uns existiert eigentlich keine Zeit. Ja. Genau. Und der, der in der Rakete sitzt, den wir uns jetzt ausdenken, der hat 8 Minuten gebraucht, bis er unten war. Das ist jetzt Relativitätstheorie, was so verwirrend ist, wo viele sagen, das kann man nicht verstehen. Ich werde jetzt das extra immer wieder ein paar Mal wiederholen, dass dir klar wird, was ist. Ich gehe jetzt erst in einen Bereich, dass dir jetzt erst einmal klar sein muss, du gehst ja davon aus, dass alles, was du siehst, siehst du die Gegenstände, weil diese Gegenstände, wir müssen nicht unbedingt der Lichtquelle nehmen, weil diese Gegenstände Licht reflektieren und mit Lichtgeschwindigkeit auf uns zufliegen. Egal, ob du jetzt deine Zimmerwand anschaust, ob du aus dem Fenster schaust und ein Haus anschaust, das jetzt meinetwegen hier 500 Meter oder einen Kilometer weiter weg ist, oder ein weiterer, der vielleicht 3 Kilometer weiter weg ist. Mhm. Du siehst es und es ist da. Es ist da, genau. Du siehst es und es ist da, weil das Licht nämlich mit Lichtgeschwindigkeit wie die Rakete auf dich zufliegt. Mhm. Ja. Es spielt jetzt keine Rolle, ob das Ding hier 5 Meter von dir weg ist oder 10 Millionen Lichtjahre. Du siehst es und es ist da. Ja, genau. Ja, eben.
Genau. Eben. Für dich gibt es keinen Abstand mehr zu dem, was du siehst und auch keine zeitliche Differenz. Mhm. Wenn du siehst, existiert es in dem Moment, wo du das siehst und es ist da. Der Witz ist, es kommt nicht von außen, sondern von innen. Eben. Und du denkst mit Lichtgeschwindigkeit. Mhm. Ja. Du siehst es und es ist da. Du denkst dir das bloß woanders hin. Ja. Super. Und dass der in der Rakete jetzt, wenn er aussteigt, sagt, er ist 8 Minuten geflogen, bis er unten war, der wird das sagen, was deine Logik dir aufzwingt, dass er sagt. Genau, genau. Eben. Herrlich. Super. Das ist der Fehler der Relativitätstheorie. Ja. Es müsste jeder, wenn du jetzt Physiker bist und aus welchem Grund auch immer jetzt dieses Gespräch in dir auftaucht, müsst ihr die berühmte Smiley-Lampe aufgehen. Ja. 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 Das ist das, was ich gemeint habe. Ich habe das letzte Selbstgespräch begonnen. All die ganzen Sachen sind lauter Quadrate mit 3 Strichenzeichen. Solange du an deiner Logik festhältst, sagst du unmöglich. Ich rede von dem, was hundertprozentig sicher ist. Egal, was du siehst, es beginnt in dem Moment zu existieren, wenn du es anschaust und wenn du nochmal hinschaust, ist es wieder weg. Egal, was du denkst, es beginnt in dem Moment, der Gedanke in dir zu existieren, egal, wo du dir den räumlich oder zeitlich hindenkst. Ja, ja. Das heißt also, die Darstellung, wo ich gerade gezeigt habe, hier mit den Lampen, die man ausrechnet für Licht, diese Quadratzahlen, das ist ein Konstruktprogramm. Ich sage, die Naturgesetze deiner Welt existieren nicht da außen, sondern das ist der Aufbau deiner virtuellen Traumwelt, die aufbaut auf die Physik, die extrem fehlerhaft ist. Ja, ja. Genau. Fehlerhaft immer wieder dran denken. Es ist nicht, dass da was falsch, ich benutze mal das Wort falsch, es fehlt was. Es fehlt was, genau. Zur Vollkommenheit, nämlich diese kleine Erkenntnis, wo du überprüfen kannst. Das, was ich sage, ist hundertprozentig sicher. Ja. Absolut. Ja. Wenn wir über Chemie reden, wenn ich immer wieder sage, das Mendelesche Periodensystem, wieso gibt es in keiner Welt keinen einzigen, der sagt, wie hat es der Mendeleev eigentlich entdeckt? Du liest immer wieder bloß nach und hast dann ein Erklärungsmodell, das aber wiederum so fehlerhaft ist. Meine Stimme, mein kleines Beispiel mit dem Kammerton-Arm mit der Stimmgabel. Ja. Wie haben wir das gezählt zu dem Zeitpunkt, wo ich mir das jetzt in die Vergangenheit denke, hat es überhaupt keine Möglichkeit gegeben, festzustellen, ob eine Stimmgabel mit 400 oder 422 Hertz schwingt oder 430 Hertz schwingt oder 440 Hertz schwingt. Ja. Ja. Haben die so schnell die Augen gehabt? Oder die elektromagnetische Strahlung, anhand von Berechnungen wird es entdeckt. Aber die wieder berechnen, die denken sich, die rechnen sich in Fehlerquellen rein. Das ist das, was ich gerade gesagt habe, auch mit Euler und so weiter. Die Zahlen sind alle wichtig. Immer dran denken, egal was in dir auftaucht. Das sind wichtige Puzzlestückchen, die man als Ding an sich überhaupt nicht verändern. Wir drehen und spiegeln die bloß. Drehen sich jetzt die Planeten um die Sonne kreisförmig oder ellipsenförmig oder als Spiralen? Es sind nur andere Anschauungsmodelle. Aber das ganze Zeug, Mikro- und Makrokosmos, sind nur Vorstellungen, weil die außerhalb des Mesokosmos des empirisch wahrnehmbaren Bereichs liegen. Ja. Mittlerweile sind es nur Computeranimationen. Immer dran denken, das ist ein Photon im Flug. Ja, ja, eben. Ich stelle die Publikation rein, wo genau beschrieben ist, wie die das gemacht haben. Dann rezitierst du wieder, baust eine Vorstellung in dir auf, die dir logisch erscheint mit deiner Logik und dann ist wieder alles gut. Alles, was ich jetzt über Physik und Chemie erzähle, geht allen voran für die Religionen und die Esoterik. Ja. Wenn du meinst, das begreife ich nicht, das ist so unendlich einfach, dieses Beispiel. Aber was jetzt wichtig ist, der ruhende Beobachter, den wie ich jetzt ich genannt habe, der hier hochschaut und der bewegte Beobachter, der sich dahin bewegt, sind ausgedachte Dinge. Richtig. Ich habe mein Bing-Beispiel. Der Witz ist, die sind nicht auseinander. Richtig, genau. Ja. Die befinden sich alle hier. Diese 200 Gramm rote Gnede kannst du nicht zwei, du kannst die Gnede des Nichts, das symbolisiert ja das Nichts und das Alles nicht trennen. Du kannst oberflächliche Phänomene aufbauen. Und dann lebst du in der Welt einer Definition. Es ist hundertprozentig sicher, in dem Moment, wo du es denkst, egal wo du dir es hindenkst, es entsteht in dem Moment, wo du es denkst und es ist da. Ja. Die Spiegel in unseren Spiegeltunnel, gehe ich einmal aus diesem Gefängnis, dieser Z-Achse, die ich vor mich hinstelle, heraus, stelle ich fest, dass das Licht symbolisiert den Kopf des Schöpfergottes. Und da habe ich ein Wissen im Hintergrund und eine Vorstellung, die ich aus dem Wissen heraus generiere. Wenn ich jetzt das einmal mir wieder, ich sage mal, meine empirisch wahrgenommenen Welt anschaue,
und ich baue jetzt so einen Spiegeltunnel auf. Und ich sehe jetzt meine, wenn ich denke mir jetzt dann aus, der da steht und sich den Spiegeltunnel anschaut. Und ich stelle mich daneben hin und ich schaue die eine Lampe dazwischen an. Ich habe den vor mir, der sein Lämpchen hat und in den Spiegeltunnel reinschaut. Ja. Was sehe ich eigentlich? Ich sehe einfach nur das Lämpchen und den, der einen Spiegel vor die Schnauze hinhält und den Hauptspiegel. Und jetzt denke ich mir, wenn ich jetzt aus dem seine Augen raussehe, würde ich viele Lampen sehen. Ich sehe aber bloß eine einzige aus dem Blickwinkel. Ist das eine Lampe oder sind das fünf Lampen? Die Perspektive. Richtig, genau. Jetzt wollen wir uns das einmal ausdenken, dass wir die zwei Spiegel uns vor uns hinstellen und das Lämpchen reinstellen. Ich weiß, wenn ich in die Richtung reinschaue, sehe ich einen ganzen Haufen Lämpchen. Wo bewegt sich eigentlich das Licht hin, wenn ich davon ausgehe, dass die Lichtquelle Licht ausstrahlt? Ist das doch bloß eine Iteration? Das funktioniert nicht mit den zwei nicht. Ich muss dann die Tetraeder machen. Aber die Lampen sind doch dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, die sich jetzt hier aufbauen, sind ja da außen dran. Das sind nur eine ausgedachte Zahlenreihe. Ja, ja. Ja. Das ist eine Spiegelung. Genau. Spiegelungen von Spiegelungen von Spiegelungen. Ja, ja. Ja, ja. Das ist eine vollkommen neue Physik. Und jetzt immer an mein Feynman-Zitat denken, wir brauchen eine vollkommen neue Physik, die alles, was bisher, was wir wissen, muss gleich bleiben, dieses Wissen. Es muss aber in irgendeine eigenartige Art und Weise über dieses Wissen vollkommen neu sein, was hier hinausgeht. Ja, ja. Das ist Holofeeling. Ich sage, alle Wissenselemente, die wir haben, sind wichtig. Wenn es auch nur Fehler im Führerscheinprüfungsbogen sind, weil sie unvollkommen sind. Es ist der Bruch des ersten und des zweiten Gebotes. Ich sage, die anderen müssen wir gar nicht genauer anschauen. Halt erst einmal die ersten zwei Gebote, mach dir kein Bild von dir selber. Du kriegst es jedes Mal, wenn du an das denkst, was du zu sein glaubst, wenn du an dich selbst denkst, hast du ja, was denkst du, wenn du an dich selbst denkst? Du kriegst, wenn du sagst, das bin ich, verwechselst du dich mit deinen Gedanken. Das ist doch so ein unendlich einfacher Satz. Nicht wieder fertig. Und du machst dir ständig Bilder von etwas da oben im Himmel oder da draußen oder in der Vergangenheit und in der Zukunft, aber die denkst du immer hier, du denkst sie und sie sind hier und jetzt. Das steckt in der Einstein-Formel drin. Was dann natürlich noch weitergeht, wenn ich die Wurzel verstanden habe, dass das dann alles nichts wird. Null, Null und Eins. Aber Null und Eins, Eins und Null, wenn ich das so zeichne, fällt mir da ausgeschlossene Dritte. Das ist eigentlich plus eins und minus eins. Ja. Ja. Genau, Leibniz. Du siehst, dass das zum Kreisen anfängt. Jetzt habe ich gesagt, das Plus und Minus kann man austauschen. Ich kann das Plus als das Existierende sehen und das dazugehörende Positiv, Negativ, das Negativ dann als das Nicht sehen. Wellenberg und Wellental. Welle ist Materie. Genau gespiegelt die dazugehörige Nicht-Materie, das ist dann die Antimaterie in der Physik, die schwarzen und die weißen Löcher, die Positronen, Elementarteilchen, die aus dem Nichts entspringen, Creatio ex nihilo, jedes Teilchen braucht ein Antiteilchen, Vakuumfluktuationen, du merkst, alles, was in Physikbüchern drinsteht, stimmt. Ein bisschen. Die Vorstellungen, die diese Formeln oder diese Aussagen in dir auslösen, weil du geistlos deinen Lehrern und Erziehern nachhörst. Die können ja nichts dafür, dass mir die so ausdenken. Du kannst nichts dafür, dass du die bisher die als gescheit ausgedacht hast. Das ist aber unvollkommen, weil zu jedem Gescheiten gehört ein Idiot. Ein einfacher Mensch. Dasselbe gilt auch für den Udo, wenn du die ausdenkst. Und wenn du die eine Seite größer machst, wird die andere Seite auch größer. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Das ist die Grundvoraussetzung, dass du irgendwann einmal begreifst, was es bedeutet, alles zu sein. Das steckt in Holofeeling drin. Und jetzt immer wieder die Sätze, versuch das niemals an Gedanken von dir zu erklären. Wie oft in Selbstgesprächen sage ich so, und jetzt denkst du dir ganz einfach einmal an deinen Körper. Und was denkst du, wenn du an deinen Körper denkst? Da ist noch, das ist wie wenn du an deine Küche denkst, da ist noch kein Bild da. Wenn du jetzt ein Bild haben willst, musst du irgendwas Bewusstes denken. Du kannst es auch sinnlich wahrnehmen. Ich sage einfach einmal, du holst dir jetzt einfach sinnlich wahrgenommen auf deine Brille die zwei Hände. Die brauchst du jetzt bloß hinhalten. Wo waren die ganze Zeit, während du aufmerksam zugehört hast? Die haben nicht existiert. Jetzt mach die Hände auf und zu. Es ist was Existierendes. Hast du das Bedürfnis, deinen Händen zu erklären, dass du derjenige bist, der sie erschaffen hat und auf und zu macht? Absolut nicht. Es klingt so extrem, wenn du jetzt eine normale
weltliche Trockennasen auf mein Zimmer. Es klingt so unglaublich. Es ist die hundertprozentig sichere Beschreibung von dem, was ist. Ja. Ja. Das ist hundertprozentig sicher und für die Hände kannst du irgendwann einen Menschen setzen, wenn du Brüssel unter Brüssel bist. Ja. Austauschbar. Du musst nur verstehen, den Traum erlebt nur der Geist, der träumt. Und darum heißt es ja auch schöpfen. Es ist aber diese Metapher El Hayom aus herausschöpfen. Ja. Genau. Genau genommen habe ich gesagt, schon die Nulllinie, wo man jetzt ist, wieder eine Vereinfachung ist, eigentlich ein Punkt, wo die ganze Peripherie hier ein Bulzen ist. Das Bulzen, einen Breischlag. Genau. Die Reihe im Kopf des Schöpfergottes sind verschiedene logische Lagen. Da steckt das Alternieren mit drin. Ja. Das ist, wenn man das liest, wenn man hier da reinschaut, ich kann immer wieder nur jetzt für einen, der hier relativ neu am Anfang steht, du hast so unendlich viel Zeit, das lerne ich doch nie. Was meinst du, wie viel Leben, wie viel Zeit ich dir gebe, das zu verstehen? Und dann wirst du irgendwann merken, wenn es verstanden ist, es ist eigentlich gar kein Ballast. Weil das, was ich dir erkläre, kann ich immer nur in Form von vorgestelltem Wissen in Existenz treten lassen. Im Hintergrund ist es schon im Meer so gewesen, gewesen. Das geistige Quadratwesen ist ewig. Es geht eigentlich nur darum, dass du hier zu verstehen beginnst, was du selbst bist. Ich erkläre dir, was du bist. Und dann wirst du merken, diese Feindbilder, wo Leute postulieren. Ich habe ein schönes Beispiel, kommt mir gerade in den Sinn, lässt mir gerade einfallen. Werbung über irgendein Olivenhautcreme. Ganz natürlich. Und dann wird immer wieder betont, hier, es sind keine Mineral, kein Mineralöl drin. Nur reines Olivenöl. Das ist schon wieder diese Einseitigkeit. Wieso glaubst du, natürliches Olivenöl, wieso glaubst du, dass Mineralöl nichts Natürliches ist? Ein Mineralöl ist genauso was vollkommen Natürliches wie Olivenöl. Was jetzt interessant ist, dass in dem Mineral, die Mineralien, was haut sich Jesus hier Lebensmittelergänzungsstoffe mit rein, irgendwelche Mineralien, die dir fällt. Wer definiert jetzt, ob dieses Mineral schädlich ist oder nicht schädlich ist, weil du dir beim Mineralöl irgendeine bambige, zähe Paste vorstellst, wo du dann zusätzlich, aber du gehst doch auch vielleicht hier in das Spa in ein Schlammbad. Ja. Oder du haust dir hier heilende Erde rein. Stimmt. Es wird für dich immer so sein, wie man dich programmiert hat. Und genauso funktioniert es dann auch. Ja. Ja. Dein Glaube ist, der die Welt baut, dein Programm. Das ist kein ISO-Geschwätz. Ja. Das ist auch das, was dich krank macht. Das ist genauso Programmierung. Es ist einseitiges Wissen mit Feindbildern, ist das große Problem. Wir können natürlich jetzt die Mineralien, wenn wir uns das anschauen, und wir schauen uns das Wort genauer an. Können wir ganz einfach mal reinspringen in das Mineral. Machen wir doch einfach einmal hier Min. Da ist das dann mal ein Klassifizierer. Die Qualität, die Definition von Qualitäten klassifizieren und sortieren. Beachte das Wort Tier. Du klassifizierst das dann mal in richtig und verkehrt, in gut und böse. Drum ist das macht übrigens ein Affe. Die Affinitäten, die du einseitig machst. Deine Affinität ist eigentlich immer was doppelt, die Schöpfung von zwei Facetten, AFF. Was übrigens dieses AFF, wo ich jetzt Wellenberg und Wellendahl nenne, das ist auch dieses Ab. Ab, genau. Dann haben wir das, ist umgeben, umhüllen, was natürlich jetzt zuerst einmal immer zuerst oben und unten ist, wenn es zum Kreisen anfängt. Übrigens in allen Richtungen ist es die pulsierende Kugel. Okay? Diese Affinität ist natürlich im äußeren Wert praktisch Kopf. Verborgen auch nochmal Kopf. Und das ist Pyramidenwert, ist eine affine Geburt. Da haben wir übrigens dann schon die Spiegelungen drinnen. Das sind, wenn wir die Null hin und weg machen. Die 26. Die Null kann man immer wieder wegmachen. Was jetzt hast du immer wieder ist rot lesen. Rot gelesen ist dieses Mineral, ist das Meer, ist göttliches, absolut göttliches, bewusstes Gotteskind sein. Blau gelesen wird zur Gestalt gewordene intellektuelle Existenz. Es ist dann etwas, was du anfängst zu sortieren. Denn du sprichst du ein gewisses Geschlecht zu.
Mach GE Quadrat und dann hast du das logische Licht erscheint dir echt. Schnell. Ja, ja, ja. Dieses logische Licht als Ding an sich, wir sind übrigens hier beim Mineral. Mhm. Das, was du jetzt sortierst, klassifizierst, wird in dir erweckt. Mhm. Okay. Und zwar im Nichts. M in RAL. Ja. Die Gestaltwerdung kann man auch lesen, ist eine intellektuelle Existenz, die erweckt wird im Nichts. Mhm. Das ist das Wort M in RAL. Genau. In Gott. Ja, genau. Mineralien sind als Ding an sich überhaupt nichts Schlechtes. Es ist eine Frage, wie du, was machst du bei dem Wort Mineralien eigentlich für eine Vorstellung? Mhm. Das Shin-El, dein logisches Licht. Das ist zuerst einmal das Logoslicht, die Lampe oder logisch das blaue Licht wieder. Wir sind immer noch bei der Lichtgeschwindigkeit. Es ist hier eine Anmaßung, ein Fehler, ein Vergehen, eine Vermessenheit. Übrigens im Langenscheid weise ich immer wieder darauf hin, heißt es hier Partikel des Genitivs des Besitzes von. Ist immer ein Partikel des persönlichen Besitzes. Und jeder Partikel deines persönlichen Besitzes ist letztendlich ein Fehler, weil du dir den ausdenken musst, du ziehst ihn ja nicht. Mhm. Den Gegenstand. Stimmt oder stimmt? Ja. Wie oft sage ich das? GG hast Dach, ausgedacht. Ja, ja, genau. Mhm. Sieh mal, DA Chat kann ich lesen, die geöffnete Schöpfung einer Kollektion, die beginnt erst einmal bei einer Welle. Da haben wir natürlich dann Oberwellen noch. Es ist eine extreme Vereinfachung von dem, was ist. Du musst nur wissen, da sich laut Physik ja alle Gegenstände, siehst du ja nur, weil das reflektierte Licht von dem Gegenstand mit Lichtgeschwindigkeit auf dich zufliegt. Gibt es zwischen dir und den Gegenständen genau genommen und nach der Einsteinformel überhaupt keinen Abstand. Es gibt auch für die ausgedacht, wo ich sage, das, wenn der da losfliegt, braucht er ja so lange und wenn er jetzt so weit losfliegt, wenn er in 1 Million Lichtjahre losfliegt, würde er sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, braucht er 1 Million Jahre, bis er bei uns ist. Darum sind ja Physiker, die so gescheit sind, wie Professor Lesch, der ist ja Astrophysiker, dass du so viele Sterne siehst, die seit 10 Millionen Jahren gar nicht mehr existieren, weil das Licht nämlich 10 Millionen Jahre runter braucht. Ja, ja. Okay, und der Stern vielleicht für 5 Millionen Jahre verloschen ist, aber das Licht ist schon ausgesendet, wo die Photonen ja noch auf dem Weg sind. Darum siehst du das da oben noch brennen. Ja, ja, klar. Weil wir haben ja dasselbe Problem, wenn ich jetzt wieder unser Anfangsbeispiel nehme, unsere Lampe da oben in unserer Rakete, die da oben steht. Ich habe gesagt, die Rakete schaltet sich ein, dann spritzen Photonen raus. Ich schaue hoch, ich sehe, dass diese Lampe, die angeht, ja erst, wenn die Photonen bei mir unten sind. Dasselbe gilt jetzt natürlich auch für die Rakete und den Planeten drumherum. Das fliegt ja mit derselben, diese wenigen Licht drumherum fliegen ja mit derselben Geschwindigkeit runter. Ist ja nicht nur das Licht von der Lampe. Okay. Jetzt ist interessant, in dem Moment, wo der nach einer Minute die Lampe ausschaltet, sehe ich ja noch 1 Minute, dann kommen ja keine mehr, sehe ich ja noch 1 Minute das Bild. Und ich werde dann auch sagen, der schaltet die Lampe ein, lässt die meinetwegen 2 Minuten brennen und schaltet die wieder aus. Mhm. Ich sehe das nach dieser Logik 8 Minuten Zeit verzögert, was übrigens alles Gedanken sind, die wir uns jetzt denken. Eben. Weil jeder Gedanke, den du denkst, ist jetzt. Eben. Ja. Und dann ist es, dass ich die noch brennen sehe da oben, obwohl die schon ausgegangen ist. Ja, 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 ja. Genauso ist es, wenn Physiker dir erzählen, ja, die Sterne, die wir sehen, so viele Sterne, die wir sehen, die existieren gar nicht mehr, weil die schon vor langer Zeit vergangen sind, aber das Licht ist noch auf dem Weg zu uns. Das ist ein Riesengefängnis. Das ist das Gefängnis der Naturwissenschaft des 20. Jahrhunderts. Ja. Da weise ich drauf hin. Ja. Des 20. Jahrtausends, auch des 20. Jahrhunderts. Das ist 100, ja. Es ist also so, wenn wir jetzt das in 3000er Jahre wieder machen, ich habe immer wieder meine Lichtgeschwindigkeitsachse, meine Bevölkerungskurve, die Kurve, das habe ich so oft erklärt, das Wissen. Wir haben immer vom Jahr 0 diese 3000er. Erstes Jahrtausend, zweites Jahrtausend, das ist diese Physik aus dem Ende dieses Jahrtausends, 20. Jahrhundert, 1900 bis 2000. Wir sind jetzt am Anfang des 21. Jahrhunderts. Ja. Das ist der Sprung praktisch, sage ich, jetzt in die Wechseljahre rein, geistig. Pubertät, Wechseljahre. Ja. Schön. Da sind wir ganz am Anfang. Schön. Das ist die Synthese. These, Antithese, Synthese. Das ist der Synthesebereich.
Mit Hodo-Feeling entsteht eine riesengroße Synthese, dass mit Hodo-Feeling Physik, Religion, Naturwissenschaft, Esoterik, alles unter einen arithmetischen, intellektuellen Hut gebracht wird. Ja. Und dass all diese sich meistens extrem widersprechenden Glaubenssätze, weil sie unlogisch sind, plötzlich auf eine arithmetische, über die Sprache, ich erzähle dir was, da steckt das Wort Zahlen schon mit drin, zu einer vollkommen neuen Einheit vereinen, die genau genommen nichts und alles gleichzeitig ist. Ja. Schau, Peter, ich kann jetzt sagen, du hast jetzt gedacht, vor 15 Jahren habt ihr diesen achten Band schon gelesen. Das ist so kindgerecht und so einfach erklärt. Genau das Beispiel jetzt. Ja. Das liest man, das sind alles nur interessante Gedankenspielereien, weil man nicht ums Verrecken holen von dem logischen Glauben los ist und so eine extreme Autoritätshörigkeit hat. Was mir darum geht, ist immer wieder auch, wenn ich sage, wenn du einen Film anschaust, das ist ein Traum. Bleib bei den klassisch ausgedachten Filmen, ein Film ist ein Film, du kannst an dem Film nichts verändern. Er läuft einfach nur. Und zwar, was du davon siehst, von dieser Datei, sind ständig wechselnde Bilder. Ja, klar. Das ganze Leben. Und da gibt es auch kein Dazwischen. Das ist das Gequanteln, wo ich gesagt habe, du kannst die Maßstäbe verschieben. Genau. Das ist alles eine Auslegungssache. Mhm. Eine Sekunde. Mhm. 1000 Jahre. Mhm. 40.000 Kilometer Umfang. Mhm. Zwei Nanometer Umfang. Die Vorstellung, die ich habe, ist gleich. Es macht nur die Bemaßung aus. Eben. Aber was ist, wenn es keinen Raum und keine Zeit gibt, weil es in dem Punkt ist? Genau. Um sich auszudehnen, muss ich ausgedachterweise aus diesem Punkt mir was vorstellen, etwas ausdenken, um mich herumdenken, was aber nichts daran ändert, dass es sich trotzdem in diesen einen Mittelpunkt abspielt. Genau. Ja. Das ist das Geheimnis von allen heiligen Schriftformen, die richtig übersetzt. Egal, ob das Indische sind, die wir uns jetzt ausdenken, das sind nur verschiedene Perspektiven, verschiedene Metaphern mit anderen Ausdrucksweisen. Ein göttliches Wunderwerk. Und ich sage, wie unendlich primitiv ist ein Wesen, das meint, das von ihm ausgedachte Geld erhält ihn am Leben, als wenn. Es ist dann natürlich dann doch wieder irgendwie immer richtig, weil sonst würde ich jetzt schon wieder sagen, das stimmt nicht. Betone ich nicht immer mit Nachdruck, dass egal was einer behauptet, dass der Recht hat, aber er keine Ahnung hat, was er eigentlich spricht. Dieses zwanghafte Geld, was löst das Wort Geld in mir aus? Das ist schon mal die erste Frage, wo du stellen musst. Was für eine Vorstellung erzeugt dieses oder jedes Wort? Was erzeugt in dir das Wort Trump? Ja, ja, genau. Die Einseitigkeit. Jede? Du kannst das da mal TR lesen, dann hast du hier eine erscheinende Berechnung. Und UMPs, aufgespanntes, gestaltgewordenes Wissen. Die Trompeten von Yergio. Du wirst jetzt merken, da könnte ich jetzt einen riesen Gedankensprung machen, dir wieder eine Märchengeschichte hinstellen, dass du bloß noch so erstaunt bist in dir. Die Welt, du bist eingebettet in ein Wunder. Aber schau mal wieder das Wunder an. Da haben wir doch schon das Wund. Die Wunde. Wir können natürlich W, doppelt aufgespanntes UND. Aufgespannte Existenz, die sich öffnet. MG, existierende Öffnung, heißt hin und her schwingen, beweglich sein. Genau. Unter kein Wort unsteht und flüchtig. Das sind diese zwei schönen Worte, die da vorkommen. Oh ja. Und dann ist ein Getriebener. Du bist ein Kein. Weil du nämlich den Abel erschlagen hast, wo eigentlich ja nur Hebel des Nichts, der Dunst. Genau. Du hast dein eigenes rotes Ich erschlagen. Du hast vergessen, wer du selbst bist. Weil du dich mit den Gedanken von dir verwechselst. Das wiederhole ich übrigens jetzt wieder bewusst chronologisch gedacht bei euch seit über 20 Jahren. Ja. Ja. Ja, einfach nur ja. Stilles Eingeständnis und Schweigen. Wirklich. Dieses Festhalten an der Rechthaberei. Mach dir keine Gedanken, das ist das, was dich frei macht, ist Gleichgültigkeit. Das erste Mal die Rolle spielen, weiterfließen lassen. Ja.
Sollte es anders sein, wäre es anders. Immer wieder laufen lassen, sich nicht einmischen. Die Verwandlung besteht darin, dass du plötzlich begreifst, ich bin was anderes wie meine ständig wechselnden Informationen. Ich bin hundertprozentig im Meer. Bei Gott, ich bin El Hayom. Ja. Ich bin dieser UB. Ja. Also zumindest behauptet er, dass ich er bin. Aber ich will es ja nicht wahrhaben. Ja, das ist... Dass ich jetzt in keinster Weise von irgendwelchen ausgedachten Dingen spreche, solltet ihr mittlerweile glauben. Ja. Bist du schon ich, gell? Das ist ja in dem Klar haben wir schon wieder das KL, wie Licht. Mhm. 2030, KL. Mhm. Das Regiewort für alles. Ja. Darum ist Akol imperfekt gelesen. Mhm. Ich werde, bin, kann, soll alles sein. Sein. Bewusstsein ist nicht existieren. Ja. Ja. Das ist übrigens nicht diskutierbar, was ich jetzt gesagt habe. Man muss nur die Gedankengänge mitgehen. Und wenn du jetzt Rechthaber hast, die hören ja sowieso gar nicht zu. Das ist das stochastische Denken. Ich sag, die suchen nach Fehlern. Die Lesch und Konzerten, die uns wir Physiker wissen ja. Habe ich auch darauf hingewiesen, wieso ist es so, weil Wissen selber, das man sich mühselig eingetrichtert hat im Studium, ist wie wenn du dir irgendwas, ein Besitzgeld auf die Seite schaffst, wenn das für dich wichtig ist, weil du meinst, das erhält dich am Leben, das ist Sicherheit, das ist die Quelle von Angst. Es hat sich übrigens in deiner Welt, wenn ich mal an der technische Fortschritt, es hat sich überhaupt nichts verbessert, ganz, ganz im Gegenteil. Steht alles in Ich Bin da drin, nimm mal ein Bodybuilder-Beispiel. In dem Moment, wo du dich vor was abhängig gemacht hast, meinst du, ohne das geht es ja. Ohne Computer würde es ja überhaupt nicht mehr gehen. Mhm. Ohne Heroin oder ohne Kokain geht es doch überhaupt. Ja, ja, das ist es. Ja. Ja. Wir hatten Unterbrechung, dass die augenscheinliche Verbesserung der Welt durch die Technik, das ist auch eine Selbstlüge, ein Trugschluss ohne Ende. Mhm. Diese Erkenntnis, ja ohne das, ohne Computer wird es ja nicht mehr gehen. Ohne dieses oder jenes wird es ja gar nicht funktionieren. Das sind Abhängigkeiten, die du schaffst aufgrund einer gewissen Logik. Ja. Mhm. Und ich fange nicht nochmal an, wo ich gesagt habe, hier, du musst jetzt nur in euren Alter zurückspringen, in die 70er Jahre. 75, glaube ich, war die in Mexiko. Ja, ja. Mhm. Schau, wie du, 5 Jahre, ne? Ja, ja. Mhm. Wie du in Mexico City als Lehrer gearbeitet hast, Peter. Da muss dir klar sein, dass seit dem eigentlich keine Computer existieren. Auf Universitäten sage ich schon. Es hat weder in Banken noch sonst wo keine Computer gegeben. Ich verweise immer wieder auf die Watergate-Affäre, die Washington Post, die damals größte Tageszeitung der Welt. In dem Film, da war selbst die Washington, die größte Tageszeitung der Welt, hatte keinen Computer. Da waren damals die IBM-Kugelkopfschreibmaschinen drin, standen in den Schreibsender der Affäre. Und es ist ja komplett gefüllt, wenn du dich jetzt zurückblätterst, die normalen Erlebnisse, wenn du dann rumfahren seid hier, danach, es war dieselbe Welt wie jetzt, eine Welt ohne Computer. Wie kannst du behaupten, dass es ohne Computer nicht geht? Ohne Navi, ohne Handy. Das, was du nicht kennst, vermisst du nicht. Jetzt ist das Problem, dass deine Logik dir einredet, dass dadurch das Leben besser geworden ist. Ja. Das mit der Schulmedizin zum Beispiel, die ich übrigens, ich kritisiere nicht Sachen, die ich mir ausdenke. Ich kritisiere nicht Fehler, die ich selber erschaffe. Ja. Ich kritisiere keine Idioten oder dumme Physiker, die ich mir ausdenke, die gar nicht anders sein können. Dann müsste ich mich kritisieren, wenn ich das nicht haben wollte. Mhm. Das ist der Unterschied. Lass das auf dich wirken. Ja, und jetzt beobachte mal dich in deinem Alltag. Wie viele Sachen du dir vollkommen als träumender Geist, der nicht anders kann, unbewusst ausdenkst und wie du dich maßlos über das aufregst, was du dir ausdenkst. Wie du dich maßlos magisch angezogen, habe ich im letzten Selbstgespräch gesagt, wie eine dumme Fliege, die sich auf Licht stürzt, auf einen Kuhfladen stürzt. Immer wieder Seiten aufmachst und so einen Hals kriegst, wenn du liest, was da außen alles los ist.
Egal an welcher Seite deines Glaubens du jetzt hängst. Ja, ja. Du regst dich auf. Entweder regst du dich über die ganzen Corona-Leugner auf oder du regst dich auf über diese gewaschenen Corona-Befürworter. Ja, Corona-Fans. Du regst dich als Ultralinke über die Rechten auf oder als Ultrarechte über die Linken auf. Das muss sein. Was du hundertprozentig sicher weißt, dass du zu den Guten gehörst und dass das, was du glaubst, dass das richtig ist. Ja, das ist es. Das ist die Wurzel von Leid. Ja. Und die Gerechtigkeit ist, ich mache dich zum Richter über alles und jeden und deine Richtersprüche, deine Einseitigkeiten vollstrecke ich an dem, der du zu sein glaubst. Bis in alle Ewigkeit, glaub es mir. Und das muss ich nochmal. Ich habe in den letzten Selbstgesprächen mit Nagro gesagt, du wirst bis in alle Ewigkeit leiden und ich werde die Schraube, die Spannung an dem Weidezaun immer mehr aufdrehen, bis du loslässt. Bis du anfängst, selber zu denken und nicht nur geistlos nachäffst und nachdenkst. Und jetzt ist ein großer Unterschied zwischen dieser Aussage. Ich bin ein liebender Vater. Ich drohe dir nicht. Ich warne dich. Ein Riesenunterschied, wenn du jetzt in Religionen gehst, die dir sagen, wenn dir nicht das tut, was wir wollen, komm dir in die Hölle. Mhm. Ich sag zu dir, du kannst überhaupt nicht in die Hölle geschmissen werden, du bist mittendrin. Ja. Die Hölle ist deine, eventuell deine momentane Traumwelt. Ich versuche dich wach zu machen. Und wenn ich als Vater sage, als Warnung, wann nicht, lang nicht auf die heiße Herdplatte, du tust dir bitter, bitter böse weh, dann drohe ich nicht, sondern ich warne dich vor etwas. Mhm. Aber ich habe dir die Freiheit gegeben, ich werde dich nicht zurückhalten, wenn du immer wieder drauf machst. Mhm. Ja. Und ich sage auch nicht, dass die heiße Herdplatte irgendwas Böses oder Schlechtes ist. Nee. Das ist eine ganz geniale Erfindung, kann man super Gerichte drauf kochen. Suppen. Mhm. Suppen. Genau. Aber sie ist nicht dazu da, dass du deine Hand drauflegst. Nein, nicht unbedingt. Ja, genau. Rechthaber sind Weltmeister am Festhalten am Weidezaun. Ja, das stimmt. Die lange nicht auf die heiße Wehrplatte, die richten sich nicht drauf ein und meinen, das ist schön kuschelig. Diese Masochisten. Ja. Und schreien vor Schmerzen, weil es innen brennt. Das brennt so. Ja, unglaublich. B-Rennen ist wieder eine wunderschöne Sache. Ja. Aber nicht mit Lichtgeschwindigkeit. Ja. Geist denkt mit Lichtgeschwindigkeit, das heißt, das ist hier und jetzt. Er denkt und es ist da. Er denkt es nicht mehr und es ist weg. Genau. Unser Weg, drei Seiten. Wahrlich, ich bin die Wahrheit, das große ewige Weg, das ewige Leben. Ja. Aber das Einseitigkeit kann man wieder, ich kann mir auch was von mir wegdenken. Dann habe ich eine Strecke. Ja, genau. Vorstelle, eine Entfernung. Das ist immer wieder dieses einfache Spiel, wenn du dir das aneignest. Das ist die beste Medizin, das beste Medikament. Heilen durch Denken. Ja, Medikament. Durch geistreiches Denken, heilsames Denken. Ureinseitig urteilendes Denken ist nicht heilsames Denken. Solange du gesund sein willst, machst du dich krank. Wenn dir das gleichgültig, komplett gleichgültig ist, wie das Wetter. Tausendfach sage ich, frage einen Bauern, was besser ist, Sonnenschein oder Regen, dann schaut er dich an und sagt, was bist du für ein Idiot? Jedes Kind weiß doch, dass man beides braucht. Wenn eins davon da ist, ist das andere im Hintergrund. Wenn du an keins von beiden denkst, ist es heil. Dann funktioniert es ohne große Probleme, so wie das Leben funktioniert. Das ist immer wieder, du musst dir keine Gedanken machen, wie du älter wirst, das passiert von alleine. Sätze für Alter alternieren. Ja. Ein träumender Geist alterniert ständig, er ständig wechselt seine Gedanken aus. Da musst du nicht einmal was tun. Die Schwierigkeit ist, das will ich und das will ich nicht denken. Das ist die Entheiligung. Gott ist alles. Wenn du das nicht akzeptieren willst, denkst du an Satan aus, der du selber bist. Mhm. Weil der Satan ist ja nicht Gott. Aber in dem Moment ist Gott genauso ein Geschöpf, wenn ich immer wieder sage, der Schöpfer, es kommt aus dir, du schöpfst es aus dir selber. Darum ist WLD das Brand, der polare Rand, das Opfer. In dem Brandopfer, in dem Opfer steckt das Schinopfer schon mit drin.
Das sind so Sätze, wo ich Gebetsmänner oft immer wieder wiederhole. Und du kriegst überhaupt nicht mit, dass die verstehen, das Verstehen dieser Worte in dem tiefen Ursinn für dich Geist, einen wirklichen geistigen Wert, tausendmal mehr wert sind wie irgendein ausgedachter Wert, der ja schon wieder weg ist, wenn du ihn nicht denkst. Ja. Du musst jetzt erst einmal deine eigene Ewigkeit bewusst machen. Das ewige Leben. Was ist ewiges Leben? Das sind ewige Gedankenwellen von einem ewigen Meer. Wobei sich die ewig ändernden Gedankenwellen letztendlich in dem abspielen, der im Meer ist. Mhm. Das bin ich. Ich behaupte, ich bin du. Und bemühe dich nicht von unten nach oben zu sehen, du wirst es nicht schaffen. Ja, ja. Da ich jetzt nicht nochmal an mit meiner Stufung, mit den Kindern, mit den Erwachsenen, mit den Pubertierenden, mit den Jugendlichen. Es wird nie aufhören, die Himmelsleiter geht ewig. Bis du verstanden hast, was Ewigkeit und Unendlichkeit bedeuten, nämlich nichts. Das Leben spitzt sich zwischen diesen zwei Punkten ab. Zwischen dem Nihilo, Creatio ex Nihilo und dem Allen. Das aber im Kreis letztendlich eins wird. Was übrigens wunderschön in dem Video, wo ich gerade gesagt habe, mit den Lämpchen, dass die ja immer dunkler waren, wo es sagt, da kommt ja immer weniger Licht, wie das dann hier eigentlich, wenn man das wirklich arithmetisch interessiert, dass man die kreisförmig anordnen muss und dass diese unendliche Reihe eigentlich ein Kreis ist. Reiche. Extreme Vereinfachungen in der Mutation beginnend in den ganzen Beispielen, wo wirklich jeder 13-Jährige normal gesprochen, wenn er neugierig ist, ganz leicht verstehen kann. Und wenn ich immer wieder sage, hier Gödel und so weiter, von der tiefen Programmebene, das versteht eh keiner, aber das sind schon wichtige Elemente, wenn man sie richtig erklärt. Diese Erkenntnisse raumzeitlich ausgedacht, ist Hirnwichserei. Ja. Es sind Sackgassen. Es macht keinen schöner, das macht keinen besser. Ich sage, gut, du kannst eventuell einen riesen Preis gewinnen. Ein paar Physiker, die sich da reindenken, weil sie diese, umso größer die Rechnungen waren, umso besser bewunderst du das ganze Zeug. Wieder eine riesen Demo, da komme ich ja eh nicht mit. Da mache ich immer wieder mein Holger-Beispiel mit seinem Ingenieur. Das Beispiel ist für die Masse der normalen Menschen, die werden das natürlich nie zugeben, weil sie so programmiert sind. Ja. Aber Holger hatte die Demo, dass er ansieht, der hat übrigens seinen Ingenieur relativ gut gemacht in der Node, dass er aber wirklich sagt, ich habe es auswendig gelernt. In der Tiefe, so wie ich das erkläre, habe ich das niemals verstanden. Es erwartet ja auch keiner von dir, dass du was verstehst. Ja. Es erwartet jemand von dir, dass das Wissen, das als offizielles Wissen gilt, eins zu eins möglichst perfekt rezitieren kannst. Dann bist du nämlich ein Fachmann. Aber dass das zwangsläufig ein Gefängnis darstellt. Wenn ich dann sage, jetzt wieder in der ausgedachten Menschheitsgeschichte, in dieser Märchengeschichte, dass wirklich alle revolutionären Neuerungen genau von diesen Fachleuten massiv bekämpft wurden, zu allen Zeiten. Richtig. Weil immer das vollkommen Neue, das dann vielleicht noch total offensichtlich und einfach ist, jetzt zum Beispiel, wie ich die spezielle Relativitätstheorie von Einstein erklärt habe. Ja. Dass das wirklich jeden einleuchten dürfte, der Geist ist, dass das plötzlich die ganzen Koryphäen als Idioten erscheinen. Aber ich relativiere es jetzt wieder, dass prinzipiell Idiote heißt ja einfacher Mensch, Affe, nachäffender Affe bei eigener Definition. Dass du zuerst einmal die Demut hast, dass du sagst, das gilt in erster Linie zuerst einmal für den, der ich ein Leben lang zu sein geglaubt habe. Ich bin Geist. Das bin ich ja gar nicht. Ich behaupte nicht, dass du ein Affe bist. Ich behaupte nicht, dass du ein Idiot bist. Ein einfacher, sterblicher Mensch, ein Enosch. Ich behaupte, dass du Geist, ewiger Geist bist. Ich behaupte, dass du der Gott bist für die Welt, die du dir ausdenkst. Der Schöpfer für die Welt, die du dir ausdenkst. Das ist das, was ich dir sage. Und hüte dich jetzt diese Erkenntnis auch nur ansatzweise in irgendeiner Form auf den zu beziehen, der du zu sein glaubst. Weil dann bläht sich deine Hybris auf und das sind dann die, die in der Klapse landen. Ja. Du wirst immer demütig, aber noch immer unscheinbarer werden. Mhm. Wie lange kennt ihr jetzt den Udo?
Normal wieder gesprochen, habt ihr den Eindruck, dass der sich auflöst? Absolut. Ich bin ein Nichts und ein Niemand. Wenn du dir jetzt ausdenkst, den kenne ich ja so viele, es wird für dich so sein, wie du glaubst, dass es ist. Ich kriege in meinem Leben, in meinem normalen Alltagsleben, wenn ihr da seid, ihr seid ja jetzt jeder jetzt gedacht, wir blättern in dem Buch zurück, so oft bei mir da gewesen. Mhm. Alle Woche, immer alle Jahre, mhm. unser Ritual. Mhm. Ja. Ich, wenn durch die Stadt gehe, ich kenne praktisch überhaupt keinen. Ja. Habe ich von morgens bis abends Besuch, klingelt bei mir von morgens bis abends das Telefon? Überhaupt nicht. Ganz unscheinbar. Wirklich. In meinem Plattenbau, wo ich wohne. Total zufrieden. Wirklich. Wenn ich immer sage, ich und meine Marion, wir sind mit uns und unserer kleinen Welt zufrieden, wie ich mir denke. Das ist der Sinn halt. Alles andere ist Stress, wo du dich aufbläst. Du musst für alles bezahlen. Mhm. Das ist eine große Erkenntnis. Mhm. Es ist nicht, orientier dich nach unten. Mhm. Ja. Egal was es ist, orientier dich immer nach unten. Ja. Und dann wirst du irgendwann einmal in der Mitte landen. Dann gehörst du nicht zu den Superstars, zu den Dollen, zu den Reichen, die mhm. dein Leben dir vorführt, dass das alles Psychosen sind, wenn du hinter die Masken schaust. Oh, ja. Alle. Überhaupt nicht erstrebenswert, nicht im geringsten. Ja. Geistlosigkeit zeigt dich, wenn du meinst, dein Sinn heilig zu den Stars oder zu den Reichen oder Schönen zu gehören. Mhm. Es sind ganz, ganz schreckliche Leben, wenn man solche Leben lebt. Mhm. Und natürlich die extrem Armen muss man auch nicht unbedingt haben. Darum soll ich orientiere dich in die Mitte. Ja. Ja, genau. Und dann hast du ein friedvolles Leben, wo du in den Frieden kommst, und das ist die Grundvoraussetzung aus dieser sich in der Mitte halten. Ja. Dass wir dann was vollkommen Neues entfalten. Die ganz oben sind, die kriegen dann zuerst einmal den Ausgleich in ganz unten Leben als nächstes. Die jetzt krank und arm sind und hungern, die kriegen als nächstes Leben, wann die satt sein und gesund sein. Aber wie die, die jetzt reich und gesund sind, die kriegen das nächste Leben. Ja. Wenn du mittig bist, ja, eigentlich muss ich nicht hungern und ich bin ja irgendwie nicht krank, das plätschert halt so. Dann bist du in der Mitte und dann kann man was vollkommen Neues entfalten. Schön. Und es wird dann erreicht sein, wenn du dein seelisches Mittel erreicht hast, die Balance, wie ich das nenne. Das heißt, du musst auf jegliche Form von ausschlagenden Einseitigkeiten, ich müsste sagen, verzichten, dir das abgewöhnen, das sind schon wieder Feindbilder. Merkst du, die Sprache wird jetzt sehr einseitig. Solange wir in dieser Art von Basic-Sprache sind, kann man gar nicht anders. Ja. Mhm. Du musst in das Chat-Denken kommen. Weißt du, was eine Küche ist? Weißt du, was eine Stadt ist? Sagst du, ja. Aber du weißt auch, dass du den Ordner nicht als Ganzes anschauen kannst. Kennst du den Film und du sagst, ja. Genau. Wenn du Bilder haben willst, musst du den zerhacken. Mhm. Die aber als Quelle immer eine Kollektion haben. Das ist das Chat-Denken. Mhm. Ja. Es geht wirklich nicht um Filwisserei. Ja, fein. Prima. Und das immer wieder wiederholen und sich immer wieder klar machen und dann auch mit Erschrecken erkennen, wie hartnäckig der Zweite noch in einem ist. Aber sobald du das mit Erschrecken erkennst, bist du noch nicht da, wo jetzt der nächste Schritt sein sollte, nämlich der wertfreie Beobachter werden. Eben. Du musst noch einen Schritt weiter gehen, du musst der werden, der mit einem Schmunzeln jemanden beobachtet, der mit Erschrecken erkennt, dass das Wertesystem immer so brutal funktioniert. Das ist der Weg in die Welt. Zu Hause. Ja. Das ist richtig. Umso klarer das wird, umso mehr Frieden bringt es und umso mehr Frieden du kriegst, umso mehr Energie kriegst du. Und dann löst sich ein riesengroßer Heilungsprozess ein. Aus in dir, dieser Heilungsprozess ist ein Einsmachungsprozess, der am einfachsten funktioniert, wenn man die Holofeeling-Vordersprache versteht. Mhm. Man schmunzelt, dass sich. Mhm. Ja. Jetzt ist wieder unterbrochen.